Ja gut, aber es ist nicht so weit weg. Gott sei Dank. Ja, manchmal ist das auch so, ne? Dass irgendwie sich dann was gar nicht verträgt. Da muss man halt ein Downgrade machen. Bis sie dann irgendwie mal einen Hotfix nachschießen. Naja, aber ich gucke mir das gleich nochmal an. Warte mal, wenn ich von der anderen Seite komme. No, dann geht er auch zur anderen Seite. Shit. Ah, das wäre ja zu einfach gewesen. In Assassin's Creed 3 konnte man das Ding dadurch immer verarschen. Okay, komm. Dann. Machen wir jetzt eben nochmal. Den Sync-Punkt. Hört, hört! Siegfried, der Schlechter und seine Heimat! Ich muss mich in Acht nehmen. Ja. Graf Modor ruft alle treuen Krieger zur Stadtinsel von Paris! Luda, hey! Nein. Gott gib mir Kraft! Du musst mich gleich ran! Oh, hi. Die hatte ich jetzt nicht gerechnet. Du gehörst mir. Komm schon her. Okay. Au! Ich da jetzt gerade reingelaufen? Nein, ich will doch nur den Sync-Punkt haben. Ach Leute. Das geht wenigstens. Ich hatte gesehen, für meinen Streaming-PC, da gab es jetzt irgendwie noch ein Grafikkarten-Update. Das wollte ich aber nicht heute machen. Ich habe da immer so ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Wie erkennt ein schlichter Sterblicher, wie groß ein König ist? An seinem Wuchs, seinem Gewicht, der Lärm. Siegfried, der Schlechter und seine Heidhorde marschieren auf die Tore von Paris. Indem man seine Teile misst, werte lieber seine Worte, ob sie ehrlich sind oder verlogen. Du wirst erneut. Wort. Da. Aber hier ist es doch. Lieber Bumme, du wirst erneut. Worte sind wie Wasser, ständig im Fluss. An seinen Taten sollst du einen Herrscher messen, nicht an seinem Wort. Guter Narr, alles lässt du plötzlich so völlig klar erscheinen. Oh, großer Charles! Vielleicht versteckt sich Charles hinter der Bühne. Das könnte sein, im Backstage-Bereich. Oh, Tochter Babylons, der Vernichtung geweiht. Wohl dem, der die Kleinen
sich nimmt. Ja, Dämon, was? Was tut er mit den Kleinen? Er schmettert sie gegen die Steine. Nein, 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 nein! Ach, es ist nur die Heiden, von Lucifer in die Irre geführt, aber dennoch sterblich. Charles, ich habe zwei Stimmen vernommen. Wer ist noch hier? Niemand außer mir und diesem schwachen, fleischlichen Geschöpf. Verzeih mir. Mit etwas zu reden, das es nicht gibt, öffnet Tür und Tor für Dinge, die wahrhaftig echt sind. So viel weiß ich. Sei unbesorgt. Mein Dämon ist wahrhaftig. Wie auch mein Gott. Töte mich. Mach mich zum Märtyrerkönig. Ich sollte dich auf der Stelle erschlagen für deine Possen mit mir und der Königin. Das verhilft dir nicht zu dem, was du willst. Frieden und freie Hand in Englerland, richtig? Odo ist uneinsichtig. Siegfried will die Stadt niederbrennen. Aber du kannst Paris retten. Wenn die Welt so simpel wäre, wüchse Brot an Bäumen. Odo ist ein großer Mann, mit noch größerem Ehrgeiz. Hm. Alle meine Edelleute wollen etwas von Männer mit ihrem Ego. Ebenso wie der Papst und die Griechen, die Slawen, die Sachsen, die Sarazenen. Und ihr Nordleute, ihr wollt Land, Geiseln, Tribute. Manchmal ist die beste Tat, gar nichts zu tun. Du willst, dass deine Feinde sich gegenseitig abschlachten? Sollen meine Gegner doch Gottes grüne Erde rot tönchen mit dem Blut der Ungläubigen, während der fromme Charles für Frieden betet? Gibt es nichts, das du willst? Mittlerweile weißt du, dass ich mich um dieses unfruchtbare Ödland von einer Gattin nicht schere. Doch um deinen Sohn, Bernard. Mein einziger Erbe. Bring mir den Prinzen, unversehrt. Und ich ziehe dein Angebot in Betracht. Sonst schleich dich. Du willst, dass ich ihn zu einem schäbigen Theater bringe, wo du im Dunkeln Selbstgespräche führst? Oh. Nein. Präsentiere mir meinen Sohn auf dem Schlachtfeld, vor meinen Männern und Vasallen. Warum? Warum warten? Meine Edlen müssen sehen, wie ich etwas von euch Nordleuten bekomme. Nun, bis dieser Tag anbricht, dort ist der Ausgang. Es könnte echt Ezio sein, der da langläuft, ne? Oh, großer Charles, du liegst da nieder, verborgen hinterm Theater. Alle treuen Krieger zur Stadtinsel von Paris! Das ist irgendwie nicht so geil. Ein Kind zum Schlachtfeld bringen. Ne. Ne. Außerdem hat er uns schon mal verarscht. Der gute König hat uns schon mal verarscht. Ich würde jetzt sagen, nee, machen wir nicht, ne? Die Kreatur darf kein Unheil mehr anrichten.
Eorze-Anstalt reden. Ich werd's auch in Richtung Bettchen packen. Mach das, Ich glaube, die Ibu wirkt mittlerweile nicht mehr und die Hitze bildet ein wunderbares Team mit der Biologie heute. Stray, ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Kamera? Das muss ja mir hinterher nicht sein Ernst. Wenn ich jetzt wüsste, wo er ist. Hallo? Wo ist er denn hin? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist er denn? Da. Hami-Koffein. Ich glaube, wir sind nur relativ alleine. Wir zwei beide lächeln das Smiley. Das kann gut sein. Hami, gestern war ich mit Stray alleine. Heute sind wir beide wieder alleine. Obwohl, ich glaube, Basti ist vielleicht noch am Noppen bauen. Genug Fleisch für die ganze Siedlung. Monate. Hami-Koffein. Oh, Privatstream Lara mit Lua Nothing Basti. Als wär's das erste Mal. Oh. Als wär's das erste Mal. Ist immer noch ganz schön weit. Kann ich mich denn nicht wieder hinporten? Doch. Die königliche Fuchsjagd. Mann. Ich komme schlecht an die Tastatur. Ja, Basti, deswegen. Alles gut. Außerdem hast du ja gesagt, das Spiel ist langweilig. Aber es dient trotzdem dem Zweck der Hintergrundbeschallung. Mein Mann hat mir gerade eine rechtwisse Nachricht geschrieben. Ich glaube, er will mir sagen, dass er heimkommt. Oder es versucht lächeln, das Smiley. Oder es versucht. Das ist doch schön. Heißt, du wartest jetzt noch, bis er wieder sicher zu Hause ist. Immer drauf. Oh, lass mich doch los, du Blöder. Kopf ab. Na ja, oder so ähnlich. Diese Animation finde ich einfach unfassbar schick. Au. Hami-Koffein. Der wird bald da sein, dann park ich den auf seiner Schlafcouch. Der wird sicher müffeln wie eine Schnapsbrennerei und dann komme ich wieder zurück lächeln, das Smiley. Das hört sich nach einem Plan an. Ja.
Ciao. Und Krabum. So, Toka, tut mir leid. Na, haben sie dich rausgeschmissen? Man sieht dir das Ale gar nicht an. Wie viel hast du getrunken? Nicht genug, um diese fränkischen Skalden zu mögen. Doch sprich, nimmt Charles unseren Waffenstillstand an? Er will erst mit uns reden, wenn wir ihm seinen Sohn Bernard aushändigen. Aber wir haben den Bastard gar nicht. Nein, aber ich weiß, wo die Königin ihn hingebracht hat. Zum Siechen, südlich der Stadt. Ich sammle meine Tarne und nehme beide als Geisel. Den Prinzen zu entführen wäre unehrenhaft. Aber wir sollten den Jungen im Auge behalten. Hm. Ich kenne einen Mann, der wachsam und verstohlen ist. Piers. Eine weise Wahl. Also sind wir der Brandschatzung der Stadt wieder einen Schritt näher. Ja, und ich will das nicht. Aber was sollen wir tun? Wir sehen uns im Lager, Tucker. Mhm. Das ist nicht so einfach. So einen Krieg zu verhindern, ist echt scheiße. Es ist nämlich gar nicht so einfach. So. Jetzt haben wir das vollständig. Haben wir hier oben? Hier oben ist auch noch was. Der Heidrunstoß. Voll der Roundhouse-Kick. Okay.